Da ist er, der 22-Jährige aus Sendai. Yuzuru Hanyu, der Weltmeister von Saitama und Olympiasieger von Sochi. Der erste Japaner übrigens, der Olympiasieger wurde im Eiskunstlaufen. So, auf Kurs zu einem neuen Weltrekord, das ist schon mal ganz klar. Und da waren auch die 100 gefallen. Und er hat noch mindestens Potenzial für 15 Punkte.
Madonna. Oh, was war das? Was war das, liebe Zuschauer? Da sind wir Zeitzeuge geworden eines unglaublichen Auftrittes von Yuzuru Hanyu. Also wer da keine Gänsehaut bekommt, ich sehe die Leute weinen. Ich verstehe das. Ich verstehe das total. Denn das ist ein ganz und gar außergewöhnliches Ereignis und eine ganz und gar außergewöhnliche Kür. Ohne Wenn und Aber gewesen. Wie ein wahrer, wie ein großer Champion. Ja. Der Außenseiter hat eine Steilvorlage gegeben und die anderen, da gebe ich dir Brief und Siegel, da werden sich einige die Zähne ganz böse ausbeißen. Ganz böse. Genau, er hat von der Präsentation, von der Musikwahl, ist er nicht so ausgeflippt wie mit der Prince-Musik im Kurzprogramm, aber er hat natürlich einen unglaublichen technischen Inhalt gezeigt, der so noch nie da gewesen ist. Das wird auf jeden Fall seine neue persönliche Kürbestleistung werden. 219 Punkte stehen dazu Buche. Ob er seinen Gesamtrekord schlägt, weiß man nicht, denn das Kurzprogramm, da hat er viele Punkte liegen lassen. Aber so eine Kür. Hisaishi hat diese Musik geschrieben. Das ist die Musik, liebe Zuschauer, die bei den Olympischen Spielen 1998 die Spiele eröffnet hat damals. Das ist die Heimatstadt von Hyagishi, der heute das New Japan Philharmonica Orchester leitet. Das möchte ich noch dazu sagen. Also eine gesamtjapanische Konstellation von der Musik, von der Ausführung, von der Darbietung, von der Präsenz, vom Glanz, der hier in Helsinki über alles strahlt, der Glanz des Yuzuru Hanyu. Also Hendrik, da schaut man das jetzt 20 Jahre an und alle Jahre wieder kommen solche Erlebnisse, die einen total aus der Bahn werfen, die einen fesseln, packen und einfach in ihren Bann reißen. Unglaublich. Mein Gott. Oh. Drei verschiedene Vierfacher, der gezeigt. Salcho Tulup Rittberger. Das nenne ich mal einen Außenseiter. Ja. Den Salcho hat er nochmal wiederholt. Und jetzt straft er alle Lügen, die ihn als chancenlos bezeichneten, was den Weltmeistertitel anbetrifft. Er hat hier den Federhandschuh in den Ring geschleudert. Erinnert mich ein bisschen an diese Kampfkür von Saitama vor ein paar Jahren nach den Olympischen Spielen, als er quasi auch auf der letzten Rille noch die letzten Kurven gezogen hat. Hier war das befreiter, hier war das lässiger, hier hatte man den Eindruck, der kann nochmal 4,5 Minuten laufen und das passt immer noch und alles, was er gezeigt hat, war geprägt von einer unglaublichen Leichtigkeit. Das war das mit beeindruckendste Yuzuru Hanyu. Ja, 223. Beste Kür seines Lebens. 219 war die bisherige Bestleistung, aber überhaupt. Genau, überhaupt, aber den Gesamtweltrekord verfehlt er wegen der schlechteren Kurzkürleistung. Ja, das sind er schwitzt, aber das sind auch ein paar kleine Tränen dabei. Ja. Das sind auch ein paar kleine Tränen dabei. War das schön. Unglaublich schön. Boah,